Und herzlich willkommen zurück zu Siberia, The World Before. Ja, in der letzten Folge haben wir mit der guten alten Dame hier gesprochen und haben so einen kleinen Einblick in ihre Vergangenheit bekommen. Ich guck mal eben, ob wir da noch irgendwas rausholen können, aber ich glaube, da war nichts mehr. Was ist jetzt, Fräulein? Ich war gerade am Eindösen. Wegen Juntas Truhe. Was ist damit? Wo kommt die Truhe auf dem Speicher her? Die hat Vater während der langen Winterabende selbst gemacht. Er wollte etwas Eleganteres und Solideres als die alte Familientruhe, in der er die Einnahmen aufbewahrte. Also hat er die oben gebaut. Die Technik dazu erlernte er bei der Arbeit in der Fabrik Vorarlberg in Val-d'Hélène. Val-d'Hélène in Frankreich? Genau. Der Preis, den Junta ihm dafür bezahlt hat, entsprach den Einnahmen eines Monats. Das Geld war aber gut angelegt, denn sie ist stabil wie eine Bergfestung. Dann gehe ich jetzt. Okay, ganz offensichtlich konnten wir dann doch noch etwas machen. Was haben wir hier? Sich um die Berghütte zu kümmern, muss harte Arbeit sein. So zäh Leni auch ist, ich hoffe, sie hat Helfer, wenn sie sie braucht. Ja, dann... Moment, Ausrufezeichen. Juntas Truhe auf dem Dachboden finden. Okay, das ist jetzt unser Plan. Ich muss dazu sagen, ich konnte leider wieder ein paar Tage, fast eine Woche, hier komme ich gar nicht hoch, konnte ich leider das nicht mal aufnehmen. Das muss das Klavier sein, auf dem Dana gespielt hat, als sie Leon kennenlernte. Wie Leni es mir erzählt hat. Und muss mich deswegen erstmal wieder so ein bisschen zurechtfinden hier drin. Aber das ist schnell. Ja, Mädel, geh doch einfach, als ob die jetzt daran hängen bleiben würde, an einem völlig freien Boden. Ein mechanischer Ofen, der schon bessere Tage gesehen hat. Hm, noch ein Gegenstand, der nach Vorarlberg aussieht. Was ist mit dem Typen hier? Können wir mit dem reden? Ah, ich sehe, ich sitze hier nicht als Einziger fest. Setzen Sie sich, dann können wir das gemeinsam bejammern. Danke, aber ich habe zu tun. Ich hoffe, Sie können zumindest bis zum Abend bleiben. In London gibt es den Wachwechsel. Hier haben wir den Farbwechsel. Ich versichere Ihnen, das Warten lohnt sich. Ah, Engländerin? Fast, Amerikanerin. Oh, dann sind Sie aber von weit her. Ja, ist auch immer schöner, in netter Gesellschaft festzusitzen. Bin selbst aus Belgien und auf Klettertour um die Welt. Festsitzen? Wussten Sie das nicht? Der Teufelskragen ist gesperrt. Das ist der einzige Weg über den Pass. Ach, deswegen also der ganze Wirbel. Das liegt alles am Klimawandel. Sie meinen das Tauwetter? Das hat den Pass zu gefährlich gemacht. Und offenbar zu einer grausigen Entdeckung geführt. Ach. Leichen von Widerstandskämpfern. Sie wollten Flüchtlinge in die Schweiz führen. Komplett gefroren. Widerstandskämpfer? Sie meinen, die liegen da seit dem Zweiten Weltkrieg? Naja, so steht's in der Zeitung. Steht deshalb das Zelt da? Das ist eine Behelfskapelle, in der das Rettungsteam die Leichen aufgebahrt hat, bis sie ausgeflogen werden. Verstehe. Man sollte den Toten gegenüber Respekt wahren. Selbst nach so vielen Jahren. Ich hoffe nur, das plötzliche Interesse an Ausgrabungen macht den dummen Gerüchten ein Ende, dass eine seltsame Kreatur am Silberspiegel haust. Ansonsten können Sie sicher sein, dass sobald die alte Dame das Zeitliche segnet, hier alles von diesen unsäglichen Touristen überrannt wird. Ich hatte schon einige persönliche Erfahrungen mit fantastischer Fauna.
Aber was halten Sie von dieser seltsamen Kreatur, die angeblich in den Bergen herumstreift? Nur so ein hiesiges Märchen, das Touristen anlocken soll, wenn sie mich fragen. Man sagt, sie lebt in prähistorischen Höhlen. Und dass wegen ihr Leute verschwinden. Es heißt sogar, dass die geheimnisvollen Schreie, die man in manchen Nächten hört, Paarungsrufe der Kreatur seien. Mit anderen Worten, das übliche Gerede, das man normalerweise in entlegenen, unerforschten Gegenden wie dem Hochgebirge oder der Tiefsee hört. Unsinn, von Generation zu Generation weitergegeben. Aus reiner Dummheit. Nach dem, was ich auf dem Weg hierher gelesen habe, könnten die Schreie doch von einem einheimischen Tier stammen, oder nicht? Ja, genau mein Gedanke. Mit Sicherheit ein Bär mit einem Frosch im Hals. Das kommt vor. Der vermutlich eines Abends einen Touristen erschreckt hat. Oder jugendliche Spaßvögel. Was ist mit den gefrorenen Leichen, die am Fuß des Teufelskragens entdeckt wurden? Wegen des Klimawandels hat sich die Schneegrenze verschoben. So wurden die Leichen freigegeben, die seit dem Zweiten Weltkrieg im Eis lagen. Wahrscheinlich Widerstandskämpfer und Vertriebene, die auf der Flucht vor den faschistischen Besatzern über den Pass in die Schweiz wollten. Sie wurden wohl von einer Lawine erwischt. Die Armen müssen seither dort liegen. Bis heute. Und deshalb haben die Behörden den Zugang zum Pass gesperrt, damit sie die Leichen bergen, identifizieren und ordentlich bestatten können. Können Sie mir etwas über den Teufelskragen erzählen? Oh, der liegt von der Terrasse gesehen auf der anderen Seite des Kessels. Wie Sie sich vorstellen können, heißt er Teufelskragen, da er extrem gefährlich ist. Hauptsächlich wegen der Lawinengefahr. Nur erfahrene Bergsteiger können ihn bezwingen. Was ich als Profi-Alpinist daran liebe, ist das Wissen, dass ich auf den Spuren mutiger Bergsteiger vergangener Zeiten klettere. Er atmet also quasi Geschichte. Zum Beispiel haben Widerstandskämpfer ihn im Krieg benutzt, um Wagaraner und andere Opfer der braunen Schatten in die Schweiz zu schmuggeln. Gut. Danke für Ihre Hilfe. Naja, ich mache jetzt besser wieder weiter. War mir ein Vergnügen. Mir auch. Mir auch. Ja, da haben wir doch einiges noch gehört. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Können wir jetzt hier... Ach nee, es ist zum Hochgehen, glaube ich. Lenis Vater muss diesen Treppenlift gebaut haben, damit sie die Stufen benutzen kann. Das hat ihn sicher viele Stunden gekostet. Das ist echt rührend. So, mal schauen. Da hinten haben wir noch was. Oh, hier haben wir noch ein Buch. Oh Gott, wie war das jetzt nochmal? da kann ich nichts drücken. Ah, da. Ein altes Buch. Ah, der Zauberberg von Thomas Mann. Lustig, meine Großeltern haben mir dieses Buch geschenkt, bevor sie starben, als ich noch klein war. Ich sollte es mal lesen. Na super. Wie lange hat die das schon? Warum hat die das denn bis dahin noch nicht gelesen? Ich meine, ganz ehrlich, Bücher haben sehr, sehr, ja, viel Wahrheiten drin. Und selbst die Geschichten haben sehr viele Sachen drin, viel Lehre drin und so weiter. Was ist das denn hier? Interagieren? Ach, das ist der Lift. Ach. Ha. Nee, doch nicht. Ah. Vorher gucken wir aber mal eben schnell, ob wir hier noch irgendwas finden. Oh, hier ist das groß hier. Was ist das? Nein. Dreh dich. Dreh dich. Ja, noch ein Stück. Komm. Komm. Oh Gott.
muss Lenis Zimmer sein. Ich weiß nicht, ob ich hier rein darf. Ist nicht schlimm, die ist bestimmt nicht da. Zeitungsartikel. Überraschend hat der einheimische Leon Kubatis bei der Winterolympiade... Ja, okay, das ist jetzt nichts, was man jetzt irgendwie... Aha, Fußstapfen von Max Schäfer. Ist wahrscheinlich nichts, was wir jetzt hier brauchen. Was ist das? Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen. So werde ich ohne Tadel sein und unschuldig bleiben, großer Missetat. Nett. Okay, wir schauen hier trotzdem mal eben nach. Wir sind hier neugierig. Das ist beeindruckend. Damit kann Leni sich offenbar fortbewegen. Okay. Nein. Dreh dich. Ja, noch ein Stück. Fotos von der Berghütte. Offenbar chronologisch angeordnet. Kann ich die einzeln angucken? Nee, ich kann jetzt nur... Moment, hier. Die Fotos reichen bis in die 80er Jahre. Sogar bis zu meiner Geburt. Na, das ist doch schön. Gehen wir hier mal raus. Ich weiß nicht, ob uns das irgendwas bringt, aber können wir uns ja mal anschauen. Was ist das denn hier? Schneeweißchen, oder? Diese Reihe endet 2002. Vor 3 Jahren. Als meine Reise mit Oskar in Hans Zug begann. Ups. Habe ich sie jetzt gehört, dass sie gerade reingekommen ist? Na? Es gibt keine Fotos aus der Zeit, als Wagen von den braunen Schatten besetzt war. Das war wohl die Zeit, als Leni und ihr Vater die Hütte verlassen mussten. Okay. Dann gehen wir mal ganz schnell wieder raus, bevor uns hier einer erwischt. So. Oh Gott, da hinten. Nee, da hinten geht's aber nicht rum. Da ist irgendwas, was den Weg versperrt. Okay. Eieiei, was haben wir hier alles? Oh, ist es kalt hier drin. Jemand hat hier geraucht. Ein Gast vielleicht? Es sei denn, Leni raucht gern heimlich. Naja, vor allen Dingen ist es noch. Am Qualmen, ne? Also es ist wohl einer... Das ist also das Bild, das Lenis Vater kaufen sollte. Nicht schlecht. Und stilistisch ähnlich wie mein Bild. Wie die anderen wohl aussahen? Ach ja. Hätte ich die Zeit dazu, würde ich auch so ein Bild machen. Spartanisch. Sieht wie ein Lagerraum aus. Also, ob das Bild dann so aussehen würde, kann ich euch nicht sagen. Aber ich habe schon einiges gemacht. Ich habe auch schon einen Drachen gemalt und alles. Der muss ich jetzt mal, ohne mich selbst zu loben, sah richtig gut aus. Es muss viel Arbeit kosten, dieses Lokal am Laufen zu halten. Hut ab vor Demoiselle Leni, dass sie das ganz alleine schafft. Ja, nur mit dem Putzen hat sie es anscheinend nicht so. Okay, hier haben wir anscheinend nichts mehr. Das heißt, wir werden jetzt mal auf den Dachboden gehen. Können ja auch nicht laufen. Was haben wir denn da noch? Die Schlafräume. Ich frage mich, wie viele Leute heutzutage auf der Hütte vorbeikommen. Okay, da können wir aber nichts machen, ne? Na gut. So, was haben wir denn hier alles Schönes? Dachböden sind doch was Feines. Das nehmen wir uns einfach mal mit, kein Thema. Eine Aufwickelspule, wie die, die man für alte Kinoprojektoren verwendet. Ah, okay. Aber eine, bei der wir jetzt so nichts machen können direkt. Sollte auf einen Filmprojektor passen. Ja, ist irgendwie logisch, wenn wir einen finden... Dann können wir uns das hier mal anschauen. Vielleicht gibt uns das ja noch neue Hinweise. Aber irgendwie können wir hier so gar nichts... Ah, doch, da links können wir was anklicken. Hier ist nichts. Das ist die Truhe wahrscheinlich. Das muss Juntas Truhe sein, von der Leni gesprochen hat. Ja.
Linke Seitenwand einstellen, Oberseite einstellen, rechte Wand einstellen. Oh Gott. Okay. Oberwand. Ah, ihr wollt mich jetzt veräppeln, oder? Nein, das war RT. Moment. Wieso kann ich das jetzt nicht richtig drehen? Hallo? Okay, anscheinend muss ich das vorher irgendwie gelockert haben oder so. Nein, 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 nicht weggehen. Mal schauen. Okay. Hier kann man aber nichts ein... Moment. Ja, das sieht gut aus. Dann... Ja, nein, ich wollte nicht loslassen. Hallo. Das könnte es aber sein. Ja, ich lasse das erstmal so. Ach, was macht dieser Cursor immer? Mann. Könnte eventuell so sein. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Das sollte, denke ich mal... Ja, nicht ganz so. Nee, aber da kommt es jetzt wieder grün raus. Hä? Mensch, Cursor, bleib mal da, wo ich draufstehe. Ja, aber das passt doch nicht. Das ist auch zu dunkel. Das kann eigentlich nur so sein. Hm. Passt jetzt alles nicht so hundertprozentig, aber naja. Ich lasse das mal so. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es mal Klick macht. Aber untersuchen. Okay. Es passt aber gar nicht. Oder muss man... Moment. Kann man das Ganze irgendwie schieben? Moment, Moment, Moment. Nein, du sollst das wieder nach unten machen. Oh, jetzt kriege ich das nicht wieder zurückgedreht, oder was? Weil... Es ist ja logisch, dass das... Also das, was rechts ist, müsste theoretisch nach links. Oder muss ich die jetzt alle da reinschieben? Einfach nur. Ne, das sollte richtig sein. Aber das rechts ist doch nicht richtig. Das sieht überhaupt nicht danach aus. Ich meine, ich liebe ja Rätsel, ne? Aber manche verstehe ich echt nicht. Aber das passt ja zum Beispiel überhaupt nicht hier drin. Deswegen weiß ich jetzt nicht, aber ich kann die auch nicht rausnehmen, so wie das aussieht. Das könnte... Oh! Also sollten wir tatsächlich nur die machen, die passen. Okay, dann habe ich doch richtig gedacht. Ah, jetzt ist die Seite auf jeden Fall schon mal frei. Das ist gut. Das heißt aber gleichzeitig, dass irgendwas hier nicht funktioniert hat. Das Problem ist, ich weiß nicht so genau was. Also wenn, dann kann das ja eigentlich nur hiermit zusammenhängen. Aber das sieht alles... Oder? Doch, das könnte sein. Doch, doch, das könnte... Aber es klickt nicht. Also anscheinend ist es das nicht. Oder es ist nicht hundertprozentig. Aber ich meine, viel besser kriegen wir es auch nicht hin. Das hier unten ist auch nicht so hundertprozentig drin, aber... Ob das wirklich so hundertprozentig geht? So. Der klickt nämlich auch nicht.
habe. Das ist wirklich so eine Sisyphus-Arbeit hier. Kann das sein? Aber hier, denke ich mal, wird das nicht groß anders sein. Da wird das jetzt schon wieder anders gemalt. Da ist es dunkel, das kann nicht sein. Kann höchstens so. Also, so würde ich jetzt sagen, ist es perfekt. Genau wie mit dem linken hier, weil das ja auch diese Dinger da drin hat. Hier ist es auch relativ perfekt. Vielleicht noch einen Ticken weiter nach rechts. Also, ich würde es so lassen, Leute. Ich meine das ernst. Warum klickt das nicht? Ah! Also doch, wie es vorher war. Kleine Gameplayerin schon völlig vor der Verzweiflung. Okay, perfekt. Jetzt brauche ich das nur noch zu drehen. So. Nein! Okay, es ist nicht nur das pure Drehen. Ich habe es irgendwie geahnt. Unglaublich. Jetzt zeigt es den Blick von der Terrasse. Ja. Und wo kriege ich den Code her? Die Codes für die Truhe finden. Ja. Das würde ich jetzt auch mal sagen, dass wir das erstmal machen müssen. Okay. Wo können wir denn hier überhaupt noch was machen? Ich glaube, ich muss mir gleich erstmal wieder was zum Schreiben holen. Kannst du dich mal bewegen hier? Dankeschön. Ja, du sollst es immer noch ansehen. Ich will mir nicht den Hals brechen. Vielen Dank. Ja, du brauchst ja auch nicht unbedingt da hoch zu klettern. So. Aber in der Zeit, wo ich euch jetzt abgelenkt habe, indem ich das angeguckt habe, habe ich mir was zu schreiben genommen. Was ist das hier? Ach so, das ist die Truhe. Ach, das ist aber auch so blöd manchmal mit den Punkten. Von welchem Winkel aus kann ich das jetzt durchsuchen? Okay. Lieber Herr Gustav Renner, bezüglich Ihres Schreibens vom 3. August freuen wir uns, Ihnen mitzuteilen, dass die Vorarlberg-Manufaktur ihre Tochter Leni nach den tragischen Ereignissen, die zu ihrer Behinderung führten, sehr gerne unterstützt. Sowohl mein Vater als auch mein Bruder Hans hätten sie ob ihres Mutes während der unruhigen Jahre, die unser gutes altes Europa erleiden musste, ebenso bewundert wie ich. Umso stolzer bin ich zu erfahren, dass Leni die Tochter eines unserer talentiertesten ehemaligen Mitarbeiters ist. Mit großer Freude kann ich Ihnen daher mitteilen, dass die Vorarlberg-Manufaktur beschlossen hat, ihre Anfrage positiv zu beschneiden. Anbei erhalten Sie die Baupläne, mit denen Sie die gesamte Berghütte so umbauen können, dass sie Lenis Beeinträchtigung gerecht wird. Mit freundlichen Grüßen, Anna Vorarlberg. Okay. Ich glaube zwar nicht, dass das unser Code ist, aber ich schreibe mal 3. September 1945 auf. Könnte man ja theoretisch auch als Code nehmen. Wobei 3. August ist natürlich noch theoretisch möglich. Aber wenn, dann wird da wahrscheinlich eher... Oh, was ist das? Baupläne und Materiallisten für die Struktur verschiedener Mechanismen zur Anpassung der Hütte an Demoiselle Lenis Handicap. Okay. Das auch. Aha. Kann man hier nichts aufheben? Moment, das muss. Für Wackens Befreiung 1945. Also 1945 scheint da doch irgendwie... Leni Renner, 13. April 1945. Moment. 13. April 1945. Wahrscheinlich wird das wieder so eine ewige... Wir suchen ich mal. Ich muss dran denken, Leni danach zu fragen. Ja, dann machen wir das doch.
wieder so eine ewige Suche werden, dass ich die ganzen Daten eingebe und am Ende klappt es dann nach einer halben Stunde oder so. Aber wir müssen noch einen Projektor finden, fällt mir gerade ein. Aber der ist wahrscheinlich dann in dem Ding, was wir öffnen müssen, denke ich mal. Falls wir hier einen kriegen. Ah ne, da gehe ich wieder runter. Bleib doch nicht immer stehen, geh doch einfach mal weiter, Mann. Das ist doch nicht so schwer. Ja. Ich liebe solche Rätsel, wo man irgendeinen Zahlencode braucht. Aber das sind drei... Oh, das ist nicht gut. Das sind drei Zahlen. Das sind drei Zahlen. 1945 sind vier Zahlen. Wir könnten jetzt den 3. September nehmen. Den 13. April. Keine Ahnung. Ich mache jetzt mal einfach 13.4. Wobei ich nicht glaube, dass das jetzt die Lösung ist. Jedenfalls hat es nicht geklickt. Ich gehe auch ehrlich gesagt nicht davon aus, dass das rechts und links gleich ist. Dachte ich mir schon. Also ich würde sagen, dass wir... Warum ist das jetzt andersrum von der Perspektive her? Aber ich kann trotzdem nicht mehr hier machen, ne? Nee. Ja, ich würde sagen, dass wir... ich bin mir gerade nicht sicher, was ich hier mache. Ich würde sagen, dass ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut mache und dass wir dann in der nächsten Folge nochmal mit Leni sprechen werden. Und vielleicht kann sie uns ja einen Hinweis darauf geben, beziehungsweise direkt die Zahlen geben, welche wir eingeben müssen, weil wir sind nämlich jetzt schon auf eine halbe Stunde am Zugehen. Und ja, die Folge wird dann doch etwas lang. und das möchte ich jetzt gerade ein bisschen verhindern. Also, nächste Folge. Ich merke es mir mit Leni sprechen und hoffen, dass sie uns den Code gibt, weil ansonsten stehe ich ein bisschen dumm da. Bis zur nächsten Folge. Ciao!